Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zurück im wunderschönen Hyrule, wo es regnet, oder? Es hört jetzt gerade auf. Ja, es hört gerade auf. Sehr gut. So, wir werden heute ein bisschen Nebenquest machen, ein bisschen erkunden und so weiter und so weiter. Mal schauen, was uns hier in dem Game jetzt erwartet. Wenn es euch denn ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust habt, Leute. Würde mir aber alles sehr, sehr helfen, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich. So, ich würde sagen, schauen wir mal ins Quest-Tagebuch. Wir werden hier diese Nebenquest machen. Die verfluchte Statue. So, ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir da hinsegeln können, wie weit es denn von hier ist. Damit liegt es in dieser Richtung. In der Zwischenzeit habe ich ein paar Krogsamen gesammelt. Habe zwei oder drei Schreine oder so gemacht. Wie ihr oben seht, ich habe jetzt schon ein Herz mehr. Und das nächste würde ich dann gerne wieder in Ausdauer investieren, dass wir ein bisschen mehr Ausdauer haben. Na, da müssen wir jetzt mal schauen. Wir haben ja Zeit. So. Yep. Scheint da unten zu sein. Okay. Fliegen wir doch mal dahin. So, hier sollte irgendwo eine Quest sein. Genau, aber ich werde mir erst noch mal die paar Äpfel da holen. Und das Holz. So. Wir müssen wahrscheinlich in das Haus hier rein, denke ich mir mal. Gehen wir da einfach mal rein. Schauen wir mal, wo es da drin ist. Sprechen. Oh. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das heißt wohl, irgendwo da drüben müsste es sein. Was machst du? Oh, du bist es. Wie du siehst, bin ich beschäftigt damit, das Rätsel dieser alten Inschrift zu entschlüsseln. Alte Inschrift? Oh. Na gut. Auch wenn du Laie bist, du hast ja immerhin genug Verstand, um mich als Magister zu verehren. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im dunklen Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist der Text, den ich gerade untersuche. Tagsüber forsche ich nach Schreinen, nachts arbeite ich an komplexesten Texten. Ich bin also immer beschäftigt. Okay. Irgendeine Statue brauchen wir aber. Wo ist diese Statue? Ist hier in dem Haus was drin oder noch? Gehen wir nochmal hier rein. Hier scheint aber nichts weiter zu sein. Was ist das hier? Hier liegt das alte Buch. Möchtest du es lesen? Ja. Okay, das ist das gleiche nochmal, was er mir erzählt hat. Hier scheint aber nichts zu sein. Irgendeine alte Statue brauchen wir. Aber wo soll das sein? Hä? Schauen wir uns mal den Questtext an. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Von diesem Lied hat dir der selbsternannte Archäologe Kaleb erzählt. Löse das Rätsel der alten Verse und damit auch das Siegel der Prüfung. Was? Ich hab keinen Plan, Leute.
Ich habe keinen Plan. Hier ist doch aber auch nirgendwo eine Statue, oder? Ist hier eine Statue? Das Lager haben wir geräumt. Schauen wir, ob wir hier irgendwo eine Statue finden. Ey, das haben wir doch noch nicht. Das haben wir doch geräumt. Spawnen die wieder oder was? Wo soll denn das sein? Wo soll das sein? Das sind bloß Pilze? Oh. Ich habe keinen Plan, Leute. Wo ich hin muss? Hier ist doch aber auch keine Statue. Oder ist hier draußen vielleicht eine Statue? Macht der pennt? Nein, den wecken wir jetzt mal nicht. Schauen wir hier oben mal rauf. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Das ist aber auch wirklich... Ah nee, jetzt ist ein neues Ding aufgegangen, oder? Kann es sein? Ja. Okay. Dann schauen wir doch mal in diese Richtung. Muss ich dem da hinterher rennen, oder was? Machen wir einfach mal. Wo rennt ihr denn hin, Mensch? Ah, das ist ja der alte. Er strahlt im Licht. Vielleicht wenn es geht es nur, wenn es hell ist. Sprechen wir nochmal mit ihm. Meine Feldforschung an Schreinen und Ruinen setze ich natürlich nur tagsüber fort. Warum fragst du? Nachts sind viel zu viele Monster unterwegs. Junge, du musst noch viel lernen. Okay? Dann gehen wir weiter. Ich komme dir einfach mal hinterher. Haben wir denn hier schöne Blumen? Schrein in der Nähe? Ein Schrein? Ach, hier sind Statuen. Okay. Oh, sprechen wir nochmal mit ihm.
Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue in dunklem Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Also ich habe ein wenig recherchiert, was es mit diesem dunklen Licht auf sich haben könnte. Dabei handelt es sich bestimmt um irgendeine Art von schwarzem Licht. Oh, ich sollte dir nicht zu viele Hinweise geben. Müssen wir vielleicht warten, bis es Nacht wird? Ich denke, wir müssen warten, bis es Nacht wird. So, die machen wir. Ist nichts. Ah, da oben sind auch noch so komische Steinsalz. Aber wo ist denn der Schrein? Schrein ist eher in dieser Richtung, aber ich denke mal, dass der da oben ist. Aber diese Richtung ist falsch. Diese Richtung. Ja, ich denke, dass der hier oben ist. Ah, da komme ich da hoch oder komme ich da nicht hoch? Ey, 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 ey. Glaube, das wird knapp werden. Nee, da komme ich nicht hoch. Da gehe ich lieber wieder runter. Glaub, da muss ich irgendwie auf einen anderen Weg hin. So, Pilz ihm auch mit. Ich glaube, da komme ich noch nicht hoch. Also ich glaube, ich warte auf jeden Fall, bis es hier nachts ist. Vorher, glaube ich, wird hier nichts gehen. Weil hier wären schon die ganzen überall Statuen. Aber hier leuchten halt noch keine Augen. Was wir machen können. Da vorne, glaube ich, war ein Lagerfeuer. Dass wir bis nachts praktisch warten. Und da müssen wir irgendwie mal schauen, dass wir jetzt dann bald mal irgendwie so ein Pferd oder so bekommen, irgendwie einen Mount oder sowas. Hier irgendwo muss das Lagerfeuer sein. Hier vorne ist es. Schauen, ob wir uns da ausruhen können. Warten. Wir warten bis abends. Und dann würde ich sagen, probieren wir es doch gleich nochmal. So. Jetzt ist der natürlich wieder hier in dem Haus drin. Okay. Aber egal, wir gehen trotzdem mal da hinten hin. Vielleicht. Oh, den komischen Knochengerippe da. Lass ich jetzt einfach mal. Vielleicht die Resetten wieder. Mei, die sind ganz schön schnell. Na komm her.
Oh, ist ein Rubin. Ein grüner Rubin. Den schmeißen wir weg. Wegwerfen, genau. Und nehmen diesen mit, weil der noch frisch ist. Ja, ich heb immer die Steine hoch, weil da könnte dem vielleicht so eine... Die Krogsamen oder wie die heißen, könnten da drunter sein. Und die brauchen wir, dass wir die Waffentaschen und so vergrößern können, dass wir mehr mitnehmen können. Ein paar habe ich ja schon gefunden. So. Fischer. So, schauen wir mal. Shrine in der Nähe. Und da sehen wir doch schon, da leuchtet doch schon was. Aber jetzt müssen wir die Fledermäuse hier down machen. Die auf die Eier gehen hier. So. Schießen da einfach mal rein jetzt. Es ist aber, man musste irgendwie reinschießen. Ah. So, was passiert jetzt hier? Okay, jetzt haben wir den Schrein gefunden. Der war doch nicht da oben. Der kommt dann praktisch hier raus, wenn wir das Rätsel gelöst haben. Coole Sache. Die verlorene die verfluchte Statue. Geschafft. So, muss ich denn jetzt zum Kalib zurück? Na, muss ich nicht. Wir wollen jetzt doch da gleich mal reingucken. Schauen wir, was uns da drin erwartet. Kameyu-Schrein. So. Fahren wir doch mal runter. So. Die Rede der Zeit. Okay, das wird Zeit verlangsamt anscheinend. Da muss ich gleich mal das Modul auswählen. Ich glaube, es war das hier, Stasis-Modul. Okay. Wenn wir jetzt ganz in Ruhe angehen, die Prüfung hier. So, was ist hier? Was müssen wir hier machen? Okay, das ist auf jeden Fall eine Kiste. Andersrum drehen. So müsste man doch eigentlich hier raufkommen, oder? Okay.
Okay, hier oben kann man sie drehen lassen jetzt normalerweise. Dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ich wollte aber die Kiste auf jeden Fall haben. Okay, die dreht sich jetzt hier runter. Das heißt, ich muss dann... Wie komme ich denn da an die Kiste ran? Hä? Wow! Aha, das ist dann unter mir praktisch. Okay, verstehe. Okay, so. Das war nicht so gut. Eieiei. Okay, da ist noch eine Treppe. Die Kugeln kommen ja normalerweise hier nicht her. Aber ich komme da so auch nicht hoch, gell? Hä? Na, ich komme da nicht hoch. Was passiert, wenn ich das einfriere? Okay, bleibt auch alles stehen. Nein! Eieiei, falschen Knopf gedrückt. Ich glaube, ich muss das von da oben machen, von dem anderen, von der anderen Plattform. Ja, von der anderen Plattform, okay. Okidoki. Verstehe. Da
glaube, ich muss jetzt von der Plattform. Wow! Ah, oh, das ist doch scheiße, Leute. Oh. Okay. Dann werde ich mal. Haben wir mal ein Ding hier rein. Und ich sehe, ich muss wieder kochen. Okay. Hey, jetzt ist schon wieder so ein kleines Ding hier. Ach, geh! Boah, nervt das. Ich da nicht hochkomme. Okay. Dann sind wir schon mal hier oben. Jetzt weiß ich eben nicht, ob sich das Ding jetzt... Ich weiß auch nicht, können wir denn hier raufspringen? Normal müssen wir doch hier raufspringen können. Okay, jetzt wären wir hier oben, aber ich wollte eigentlich noch diese blöde Kiste haben. Hier können wir nicht runter. Da wäre die Kiste. Okay, die hätten wir jetzt, aber ich würde gerne noch die andere Kiste mitnehmen. Und die können wir uns holen. Genau, die können wir uns hier holen dann. Müssen wir zwar den ganzen Weg nochmal machen, aber das hilft jetzt leider nicht. Weil ich die blöde Kiste haben will. Nein! Ach, geh, Leute. Oh, es ist ärgerlich.
Okay, wir müssen natürlich warten jetzt, bis der da hinten ein bisschen weiter unten ist. Also die Kugel aufpassen, dass die sie wieder weg. Mal hoch. Da oben geht's ja auch noch mal. Und es wäre jetzt. Hier wird hier oben auch noch was. Okay, hier ist der Schrein. Okay. Hä? Was? Was ist denn das hier unten? Was ist denn das hier? Oh nee, das ist der Eingang. Mei. Okay. Jetzt haben wir total desorientiert. Die nehmen wir gleich mal weg hier. Nehmen uns noch mal das da. Okay, jetzt aber die Kiste. Soldatenlanze. Okay. Nein! Dann tun wir jetzt aber was weg. Und zwar tun wir diesen... tun wir den hier weg. Alles klar. So. Hat.
So, dann würde ich sagen, beenden wir den Schrein jetzt endlich mal. Schwierige Geburt, mein Gott. So, jetzt springe ich hier nicht mehr runter, jetzt mache ich Schluss. Yeah! Strike, baby! So, wir überspringen. Zeichen der Bewährung. Alles klar. So Leute, damit würde ich sagen, machen wir jetzt aber an der Stelle einen Cut. Ich weiß, wir haben heute nicht viel geschafft eigentlich. Eigentlich bloß eine Quest gemacht. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, was der Kalib zu sagen hat. Vielleicht kriegen wir von ihm auch noch irgendwie eine Belohnung oder sonst irgendwas. Und ansonsten, ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr Lust habt, Leute. Da ist er schon, aber das schauen wir uns jetzt in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt dran. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.